Hallo Feini. Guten Morgen. Nicht so ein Härchen auf den Beinen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Ihr habt gerade schon den kleinen Eiki gesehen, der chillt unten ein wenig und genießt gerade die Morgenstunden. Ich wollte euch ein kurzes Update geben zu Eikos Bett. Ihr wisst ja, dass ich Eikos Bett etwas verändert habe. Das heißt, ich habe das riesige, bauschige Kissen weggepackt und eine Art Matratze für Eiko gekauft, weil wir festgestellt haben, dass Eiko einfach viel lieber auf, ja, ich sag mal, flachen Kissen liegt und nicht auf so bauschigen, riesigen Kissen. Und was soll ich sagen? Also Eiko nimmt dieses Bett wirklich jetzt richtig gut an. Ich habe hier noch eine Decke drüber gemacht, weil, ja, das haben viele Rüden. Viele Rüden verlieren einfach so ein bisschen Flüssigkeit. Man nennt es auch Vorhaut-Katar. Ja, es ist schon deutlich besser geworden. Also das war vor ein paar Monaten noch viel, viel schlimmer. Es hat sich tatsächlich wirklich richtig gut gebessert. Aber ab und an gibt es eben schon noch mal hier und da ein Tröpfchen. Ja, und deswegen liegt hier eine Decke drüber. Und Eiko schläft hier jede Nacht drin. Ich bin so selig und so glücklich, dass das funktioniert hat und dass wir einfach diese äußere Bettgeschichte hier nicht wegschmeißen müssen. Das hätte ich sehr, sehr schade gefunden, weil es macht ja auch keinen Sinn, so etwas stehen zu lassen, wenn es einfach wirklich gar nicht genutzt wird. Und das hier ist Eikos allererstes Bett, was wir damals gekauft haben, bevor Eiko bei uns eingezogen ist. Von daher bin ich wirklich sehr selig. Ja, funktioniert super. Daumen nach oben. Für alle, die es nicht mehr wissen oder die es noch nicht wussten, das hier ist eine Matratze von Pointer. Die kann man bei Amazon bestellen, habe ich gesehen. Dort ist sie auch deutlich günstiger als bei Kölle Zoo. Ich habe sie nämlich im Tierfachhandel gekauft. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Hallo Feini. Oh, bist du noch schlapp? Hm, es ist doch eigentlich schon wieder Zeit, spazieren zu gehen. Hm? Oh. Das ist immer so gemütlich morgens und chillt. Hm? Ja. Guten Morgen, Fussel. Hallo, Eiki. Der ist bestimmt verwirrt, weil ich ihn in letzter Zeit so gerne Fussel nenne. Hm? Guten Morgen, beziehungsweise wir haben eigentlich schon Mittag. Wir sind auch schon eine Weile wach. Logischerweise mit Hund ist man ja immer morgens schon früh wach. Heute haben wir Sonntag, den 15.04. und heute ist ein sehr besonderer Tag. Okay, bitteschön, Eiki, du darfst deine Lammlunge haben und verschwinden. Denn heute werde ich quasi zu meinem Geburtstagsgeschenk fahren. Und zwar, Leute, Trommelwirbel. Mein lieber Freund hat mir zwei Karten für Caesar Milan geschenkt. Yay! Juhu! Da fahren wir heute hin nach Oberhausen. Caesar Milan heute um 20 Uhr in der König-Pilsener Arena. Ich schaue einfach total gerne Caesars Sendungen, also der Hundeflüsterer. Und ich glaube, es gibt auch noch SOS Doc oder irgendwie sowas. Kann ich nicht genau sagen, wie die Sendungen heißen. Läuft immer auf Six. Und ich bin echt super interessiert, wie diese Once Upon a Dog Tour ausschauen wird. Ich kann mir darunter jetzt noch gar nicht so viel vorstellen, wie er das Ganze machen möchte. Ja, ich würde euch total gerne dahin mitnehmen, aber das geht nicht, weil ich natürlich dort nicht filmen darf. Und außerdem darf man auch keine Handtaschen mitnehmen. Zumindest steht das auf der Internetseite der König-Pilsener Arena, dass man eben auf Handtaschen verzichten soll. Und irgendwie nur das Nötigste mitnehmen soll. Das heißt, ich werde nur ein Handy mitnehmen, meinen Ausweis und natürlich die Karten. Vielleicht noch irgendwas für die Lippen oder so. Mal schauen. Ja, sehr schade. Ich hätte euch natürlich gerne daran teilhaben lassen, aber während der Veranstaltung darf man ja eh nicht filmen. Und dieser kleine Fussel hier, der würde sehr gerne auch mitkommen. Es gibt bestimmt Menschen, die denken, dass man den Hund mitbringen darf. Darf man natürlich nicht. Da steht auch noch mal extra auf den Karten drauf, dass man bitte seine eigenen Vierbeiner zu Hause lassen soll. Das wäre auch, glaube ich, recht chaotisch dann. Eiko wird nachher zu seiner Hundeoma gehen und dort dann eben ja, den Tag verbringen, während wir uns dann in Oberhausen aufhalten. Wir werden dort auch noch was essen. Ja, ich muss jetzt gleich meine Haare mal ein wenig sortieren. Die sind nämlich extrem wild.
So, wir laufen hier schön durch den Wald, Ike an der Leine. 10 Meter sind absolut ausreichend. Und wir haben natürlich auch direkt ein paar Förster getroffen. Irgendwas ist hier heute, also hier wird gerade nicht gejagt, aber wahrscheinlich so ein Routine-Durchlauf oder sowas. Ike kann hier alles inspizieren. Ist echt schön und die Natur hat sich tatsächlich begrünt, was auch sehr, sehr herrlich ist. Nur leider haben wir im Moment wieder extrem viele Zecken. Also keine Zecken, die schon irgendwie in Aikos Fleisch hängen, sondern Zecken, die dann einfach auf ihm herumlaufen. Also nach jedem Spaziergang hole ich bestimmt 5 Zecken runter. Und auch wenn wir dann zu Hause sind, zwischendurch sieht man dann mal wieder eine, die auf Aikos Kopf oder, weiß ich nicht, auf seinem Körper halt einfach herumläuft. Ja, das ist wieder sehr nervig. Und zum Thema Kokosöl muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das abwehren soll. Es wehrt auf jeden Fall nicht bei uns insofern ab, dass sich gar keine Zecke auf Aiko verläuft. Denn Aiko kriegt jetzt seit über einem Jahr jeden Tag in sein Futter Kokosöl und wir haben eben trotzdem sehr viele Zecken. No, Ike? Also das wirkt bei uns überhaupt nicht. Meine neuen Gummis laufen sich übrigens super gut und sie schlackern nicht, sie machen keine seltsamen Geräusche. Was mich ja an den Jules gestört hatte, die haben übrigens eine neue Besitzerin gefunden und sind sehr, sehr glücklich, denke ich. Ja, aber wie gesagt, diese Hunter-Stiefel, diese neuen Kurzschaftstiefel gefallen mir ausgesprochen gut. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ich muss sagen, die Show von Cesar Millan hat mir richtig gut gefallen. Es war sehr, sehr schön und auch zum Teil sehr anrührend. Ja, es hat einem nochmal irgendwie ins Gedächtnis gerufen, wie sehr man seinen Hund dann doch eben unbewusst vermenschlicht und ihm menschliche Eigenschaften einfach überstülpt, die ein Hund von Natur aus einfach nicht haben kann. Also es war sehr spannend. Es war jetzt eigentlich nicht unbedingt was Neues, aber es war schön, dass man sich das nochmal ins Gedächtnis zurückruft. Und mein Freund holt jetzt den kleinen Aiko wieder hoch, denn Aiko war ja bei seiner Hundeoma unten und jetzt kommt er gleich hoch. Hat uns bestimmt vermisst. Aiki, komm! Ja, wer kommt denn da? Ja, hallo, Aiki. Hallöchen, Feini. Ja, komm rein. Hallo, Feini. Ja, hast du schon geschlafen, ne? Ja. Der auf dem Läufer unten gewartet. Aiki, hast du unser Auto schon gehört? Ja, wusstest du schon, dass wir kommen? Aiko erkennt nämlich unsere Autos an den Motorengeräuschen und weiß dann eigentlich immer schon, dass wir nach Hause kommen. Und dann hat er unten schon auf dem Läufer gewartet. Ja, Feini, wir gehen jetzt schön schlafen. Na, Frauchen ist auch so müde, denn wir haben mittlerweile, gleich haben wir 11:30 und wir müssen morgen früh, wieder um 6 Uhr aufstehen. Von daher, es wird jetzt echt Zeit, dass wir ins Bett gehen. Meine Lieben, bis bald. Ike, was ist da gerade oben passiert? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen, mein Schatz? Habe ich dir zu lang geduscht? Hallo, heute ist Dienstag, der 17.04. und ich bin gerade aus der Dusche gekommen und musste mit Erschrecken feststellen, dass Ike mal wieder sein Bett missbraucht hat und es diesmal fertiggebracht hat, es komplett zu zerstören. Ja, ich habe noch anfangs dieses Vlogs gesagt, wie froh ich bin, dass ich die Außenhülle behalten konnte und wir sie noch nach wie vor nutzen können. Da ist das Bett, so schaut es jetzt aus. Hier wurde ordentlich drin rumgewütet und Ike hat hier alles kaputt gemacht. Moment, ich weiß nicht, ihr seht, hier kann ich mit der Hand durchkommen. Hier ist auch schon alles zerstört. Ich weiß nur nicht, ob das schon so war. Das habe ich jetzt, als ich das Bett hier neu gemacht habe, nicht gesehen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ike das alles heute gemacht hat. Denn so ewig lang war ich jetzt auch nicht duschen. Aber es ist mir halt gerade aufgefallen, dass hier alles kaputt ist. So, das ist jetzt... Oh, Entschuldigung, ich sehe ein bisschen rot aus, weil ich, wie gesagt, gerade aus der heißen Dusche komme. Ich werde jetzt die Matratze rausholen, also hier diese Matratze von Pointer. Und werde die Außenhülle in den Keller schaffen, denn das macht keinen Sinn,
sie weiterhin hier stehen zu lassen. Es ist sehr schade, aber nach 1,5 Jahren Gebrauch kommt die Außenhülle jetzt weg. Ja. So, Eiki, das ist jetzt dein neues Bett im Schlafzimmer. Einfach eine Matratze. Oh Mann. Leute, ich habe jetzt die Betthülle in den Keller geschafft. Und sie war nicht nur an der Stelle kaputt, sondern auch noch an 2 anderen Ecken. Ja, es sieht jetzt ziemlich leer hier aus, finde ich. Aber es wird wohl das Beste sein. Ich habe jetzt Eikos Decke nochmal um die Matratze drum gewickelt. Einfach als kleinen Drecksschutz. Eiki, gefällt's dir trotzdem? Ja. Oh Mann. Schreibt ihr mir doch mal in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit Hundebetten gemacht habt. Welche Hundebetten könnt ihr für euch favorisieren? Also was sind eure Lieblingshundebetten? Und was haltet ihr von einfachen Matratzen? Ich meine, das ist jetzt so eine orthopädische Hundematratze, die ist ziemlich gut. Es gibt ja auch einfach nur so, ja, so einfache Schaumstoffdinger, von denen halte ich persönlich aber nicht so viel. Ja, eigentlich fand ich es immer ganz schön, wenn Eiko irgendwas hat, wo er den Kopf dran ablegen kann, aber es funktioniert bei uns einfach nicht, weil Eiko immer wieder die Matratze rauspult. Schauen wir mal, wie das jetzt wird. Hm, Fussel? Wir gehen jetzt gleich erstmal spazieren und dann müssen wir zur Arbeit. Wir müssen nämlich heute auch noch mal ein bisschen was tun. Ja, also meine Lieben, ich beende jetzt den Vlog und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.